finden und dass wir genau die sichtbar machen. Beispiel war der Mann im Gleisbett. Eine Folge, die wir als Alltagsfall ausgesucht haben, die unspektakulär sein sollte. Aber wenn man genau hinschaut, dann findet man auch hier jede Menge Grautöne. Wir haben das getan und plötzlich war alles überhaupt nicht mehr so einfach, wie wir uns das vorher gedacht haben. Und vor allen Dingen für dich, Basti, dich hat es ordentlich mitgenommen. Ja, die Fälle davor, wie die gemacht haben, die waren, da war ich ein bisschen weiter weg. Da kannte ich die Leute nicht persönlich. Da habe ich irgendwie, das habe ich schon im Fernsehen vorher gesehen. Bei dem Fall wollte ich eigentlich nur mal den Gerichtsalltag kennenlernen. Dann haben wir uns einen unspektakulären Fall in Anführungszeichen ausgesucht. Der war dann aber gar nicht so unspektakulär, weil ich dann diesen Angeklagten sehen konnte und der mir sehr, sehr leid getan hat. Und Heike mir dann berichtete, dass es bei ihr am Anfang auch so war. Ich musste das da noch lernen und ich muss das ehrlich gesagt immer noch lernen, weil wenn man die Leute sieht oder man sich mit den Geschichten beschäftigt, ist das schon gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ja, was sieht man daran? Daran sieht man, dass alles, worüber wir reden, tragisch ist. In meinem normalen Job, Radio, Fernsehen oder online, kommt vieles viel zu kurz. Weil ich im Aktuellen arbeite, weil wir deshalb einfach oft nicht genügend Zeit haben. Mit dem Podcast habe ich das gefunden, wonach ich immer gesucht habe, nämlich ein ideales Format, in dem darf ich reden, in dem muss ich überhaupt nichts mehr weglassen. Ich darf denken, während ich rede und ständig neue Gedanken entwickeln, wenn Basti mich lässt. Und es ist vorher nichts abgesprochen. Es hören uns Menschen zu, die interessieren sich wirklich. Das ist ein Traum, jedenfalls für mich. Und ja, du Basti. Fußball- und Wett-Podcaster, plötzlich Gerichtspodcaster? Ja, ich muss sagen, das war ein Zufall, weil du hattest mal für den HR so einen Trailer gedreht zu so einem, weiß ich gar nicht, irgend so Projektwochen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da, das war ein Beitrag. Ja, aber der war sehr, sehr kurz. Das, für mich sah das aus der wie war lang. Nein, das war für mich wie ein Trailer. Und ich so, geil, hoffentlich kommt da jetzt eine Dokumentation raus. Und dann sagst du zu mir, das war schon eine Dokumentation. Da habe ich mir gedacht, nee, das kann nicht sein. Und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht bei Twitter und ja, da stehen wir jetzt hier. Ja, und weil ich Journalistin bin, versuche ich auch im Podcast Distanz zu halten. Du musst das nicht so sehr, dafür kriegst du ordentlich was drauf. Wir haben uns die Rollen aufgeteilt, du kriegst es ab. Was macht das mit dir, sagen Psychologen, glaube ich, gerne. Ich muss sagen, ich kenne es schon. Ich habe den 93-Podcast, mache ich. Da schieße ich oft gegen Red Bull Leipzig und diese Fans sind sehr, sehr viel schlimmer als diese Leute, die uns jetzt hier kritisieren. Also von daher bin ich abgehärtet. Liebe Grüße nach Leipzig. Aber wir sehen, unser Podcast funktioniert deshalb so gut, deswegen halten wir das auch aus, weil wir so unterschiedlich sind, weil wir unterschiedliche Rollen haben. Und jetzt bist du dran, Basti, erfahrener Podcaster. Was ist bei Verurteilt anders? Verurteilt ist von dem Podcast, den ich mache, der kürzeste. Also das merke ich schon manchmal, dass wir dann von den Kameraleuten irgendwie das Zeichen kriegen, hier, das Band ist voll. Dann denke ich mir, toll, ich habe da noch so viele Fragen. Ansonsten ist es natürlich, der erste Unterschied ist natürlich bei mir, dass es mit Sport gar nichts zu tun hat. Das tut mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut, weil ich dann ein bisschen so den Blick weiten kann und ein bisschen von diesem Lockeren wegkommen kann, was aber auch ein bisschen schlimm für mich ist, weil ich trotzdem manchmal in diese Muster zurückfalle, dass ich probiere, die Distanz zu wahren zu den Fällen und dann ein bisschen lustige Sachen da reinbringen. Das kommt nicht ganz so gut an. So, und jetzt ist es wie im Aktuellen, Zeit ist rum. Und deswegen die letzte Karte, erfahrt ihr nicht mehr, ihr müsst Podcast hören. Dabei.